Ja, hallo, hier ist Blade, Help German, und jetzt ist ein Tutorial für Sony Vegas Pro 9. Es kam eine sehr witzige Frage, also ich musste echt lachen. In einem Tutorial auf YouTube, wie man ein Intro erstellt, kam ein Kommentar von einem User, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Entschuldigung. Er fragt, wie man ein Video bei Vegas Pro 9 speichert. Ich werde es zeigen, für alle. Also ganz einfach eigentlich, ihr öffnet erstmal Sony Vegas natürlich, macht euer Movie, ich habe jetzt schon hier einen Film geöffnet. Ich werde jetzt nichts dran verändern, ich mache jetzt hier ein Video FX Glow, hier was intensives Leuchten. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt will ich das speichern. Am besten HD natürlich. Und dazu gehen wir erstmal hier da oben auf Datei. Nicht speichern unter, sondern rendern als. Rendern als Punkt 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 draufklicken und dann könnt ihr jetzt einfach hier Dateinamen eingeben. Intro jetzt zum Beispiel hier bei mir. Dateityp Windows Media und da gibt es eine große Auswahl. Ich nehme Windows Media Video 11 WMV und Vorlage, das HD ist 27 bis 30p. Wählt ihr dann halt HD 27 bis 30p Video mit 6 Mbit aus. Das reicht völlig aus. Ihr könnt natürlich auch HD 1080 25p Video mit 6,7 Mbit auswählen. Dann kann man auf YouTube unten auf an der Leiste, einen Moment, ich zeig's euch. Ich drück kurz auf Abbrechen. Ja, auf YouTube. Ja, ist mir egal. Auf YouTube hier. Meine Videos. Hier. Watching HD 720p und wenn man es in 1080. Ne, was war's? 1028. Moment. Hier. 1080, genau, bis 25p Speicher, dann kommt da anstatt hier 720p HD, kommt dann 1080p HD. Jo, das war mein kurzes Tutorial und tschüss, bis zum nächsten Mal.